Boys, hier ist wieder eure Extra-Show. Lex, jetzt hör mal auf, damit den Käse von deinem Cheeseburger zu lutschen und sag den Fans, was heute abgeht. Oh, ja, die Show. Ja, also heute essen wir Cheeseburger, Sir, und tun uns fett den Sound rein. Alter, ich glaube, du hast da was vergessen. Weißt du noch, warum wir auf dem Parkplatz vor der Big Burger-Bude stehen? Klar, zum Cheeseburger essen. Hey, und weil wir morgen beim Snowboard-Slalom-Festival in Schneekogeltauern City mitmachen. Oh, oh, der Gerichtsvollzieher. Aber wir haben unsere ganze Kohle schon rausgetan für CDs. Ich glaube, der will durch den Briefschlitz rein. Oh, ein Brief. Hey, Finger weg. Vielleicht ist da ein Anwalt drinne. Sekündchen. Jetzt kannst du aufmachen. Wie viel wollen Sie denn diesmal? Also, mein Onkel Mo, der fährt nach Jamaika und er möchte gerne, dass wir für ihn auf was aufpassen. Und er zahlt uns was dafür. Oh, sag das nochmal. Was zahlen heißt das? Dein Onkel hat Kohle? Nö, er ist bloß stinkereich. Aber wir müssen drauf aufpassen. Vergiss das nicht. Cool, wir gaffen eine Schachtel an und greifen dabei Millionen ab. Nicht bewegen, kleine Schachtel. Brave Schachtel, geiler Job. Die Schachtel, jemand hat die Schachtel geklaut. Bleib cool, Alter, da ist sie doch. Ich glaube, irgendwie ist da was drin. Ein Schaf? Dein Onkel will, dass wir auf ein Schaf aufpassen? Ich will Tiere abtören. Mach, dass mich das Wollknäuel nicht mehr anguckt. Hey, jetzt bleib mal ruhig, ja? Und guck lieber, dass du dein Board für das Rennen morgen klar kriegst. Du hast recht. Das Rennen. Es klappt, Flex. Guck mal. Also, mein Board ist jetzt astrein abgeledert. Gar nicht so übel. Aber meins spielt trotzdem in einer ganz anderen Liga. Ich hab eine Allergie gegen das Vieh. Hey, Flex! Pass du mal auf das Schaf auf! Ich muss trainieren und überhaupt! Mo ist dein Onkel! Schön da bleiben, Raoul! Mach brav Sitz! Ja! Geschafft! Endlich bin ich die Blöcke vom Hals! Wer als erster unten ist, kriegt alle Burger, einen ganzen Cheeseburger und alle Pommes auch! Nein! Lass mich endlich in Ruhe, du Wollsocke! Endlich allein! Nein! Bist du denn schon fertig mit dem Training? Na los, komm her, setz dich zu uns, Alter. Raoul und ich gucken gerade eine Doku über Hühner. Okay, Geekster, reiß dich zusammen. Morgen ist das Rennen und danach gibt's dann die fette Belohnung von Onkel Mo. Willkommen, bienvenue, welcome zum großen Snowboard-Slalom in Schneekogeltauern City. Wir nehmen Sie mit auf die Spitze des Kogelkogels. Wow. Oh, sehen Sie her, was sehen Sie da? Die weltbesten Snowboarder stehen bereits am Start. Go, Dax, go! Ihnen allen wünschen wir viel Glück, möge der Beste gewinnen. Und los! Yeah, ja! Fress Schnee! Yes! Guck nicht hinter dich! Wie war's? Echt mal, du blödes Schaf. Haben wir dir nicht gesagt, du sollst Fernseh gucken? Ich muss ein Rennen gewinnen, also bleib, wo du bist, oder ich mach Lammkoteletts aus dir, klar? Na los, wünsch mir Glück, Alter. Alles klar, komm gut unter den Bus. Ja, Slex von den X-Ducks hat gerade die Führung übernommen. Juhu. Jetzt wird's Zeit, dass hier mal extrem was abgeht.
Schafe, ehrlich, ich finde sie klasse. Wunderbar, im Grunde bist du schon im Kochtopf. Macht's dir was aus? Lammragout schmeckt viel besser ohne so viel Wolle drin, findest du nicht? Na, lug mal darüber, wer ist denn der alte Sack da? Ja, das ist mein Onkel Mo. Onkel Mo, war doch echt ein guter Scherz, oder? Ich würde sie doch nie, hässlich. Ja, ganz genau, wir wollen ja eigentlich das Schaf. Hey, mach keine blöden Witze mit Onkel Mo, das ist unhöflich, ist das. Bitte, Onkel Mo, setzen Sie sich. Kann ich Ihnen was anbieten? Kaffee, Tee, ein paar Plätzchen vielleicht, kommt sofort. Alter, Onkel, du hast ein bisschen zugenommen, oder? Also speckrollenmäßig. Der Tee ist fertig, Onkel Million. Ich meine Mo. Hey, wo ist der alte Geldsack? Hat er uns eine Kreditkarte dagelassen? Nö. So ein geiziger Alter. Aber er gibt uns noch mal eine Chance. Guck mal da hinten in der Küche. Was ist da? Voll der Sack voll coole Buku.